Na, soll ich es euch nochmal abspielen? Unser Intro ist wieder da. Der eine oder andere hat es schon vermisst. Meine Technik ist wieder auf voller Fahrt. Ich habe meinen Rechner wieder hinbekommen. Der Backup jetzt endlich aufgespielt bekommen. Das war ein ganz schöner Kampf gewesen. Ist mir nun aber gelungen. Das heißt, ich bin wieder technisch voll einsatzbereit. Die einen oder anderen haben es schon gemerkt heute. Die haben jetzt Antworten auf Mails bekommen, die schon ein paar Tage, Wochen alt sind. Kam natürlich einiges dazu. Unfall, Krankenhaus, Laptop. Ja, ist jetzt vor dem Seminar ein bisschen blöd gelaufen. Dass da vielleicht der ein oder andere sich gewünscht hätte, er hätte da ein bisschen zackiger hintereinander die ein oder andere Antwort bekommen. Das ging leider nicht anders. Also tut mir auch leid. Hätte ich es besser hinbekommen, hätte ich es besser gemacht. Ich denke, wir haben aber trotzdem das Bestmögliche draus gemacht. Und ja, sind noch ein paar Plätze frei auch. Ja, hat heute auch einer geschrieben, es ist ja nun leider schon alles voll. Also wir haben tatsächlich noch ein paar Plätze, ich muss mal genau durchzählen. Auch diejenigen, die vor meinem Unfall schon eine Rechnung bekommen hatten, ja, das Seminar findet statt. Wer nicht bezahlt hat, kann auch nicht teilnehmen. Ja, ihr kommt dann nicht rein, das funktioniert nicht. Das ist dann geblockt, dann funktioniert nur, wer bezahlt hat, schaut dann nochmal nach. Ansonsten schicke ich jetzt auch nochmal alles rum. Rechnung, Buchungsbestätigung, Zahlungseingänge und so weiter. Gucke ich mir jetzt alles nochmal an. Jetzt habe ich hier ein bisschen Überblick und Ordnung. Und natürlich auch für den DAX. So, der hat sich rumgedreht, der war ja gleich heute richtig gehorsam. Ne? Also wenn bei Martin die Technik wieder richtig funktioniert, hat er sich gedacht, da muss er sich mal richtig ins Zeug nehmen. Für Premium-Leute war es, glaube ich, noch ein bisschen vorteilhafter, weil die auf der Unterseite die Kante kannten. Die haben am Morgen uns dann angeguckt, 700, das kanntet ihr hier aus der Morgenanalyse ja auch. 700 und 685 hat man gesagt, sind die beiden Bereiche. Dazwischen hin und her springen, wie er lustig ist. Genau das hat er getan. Einwandfrei, super abgezappelt. Donnerstag nach Klassikmodus gemacht. Und dann hat man gesagt, Stundenschlusskerze oben drüber oder unten drunter. Das wäre wichtig gewesen. Ich glaube, ich habe euch bestimmt auch, habe mir das Video nicht nochmal angeschaut, wir haben bestimmt auch wieder Rechteck gezogen. Machen wir ja eigentlich immer in solchen Situationen. Und haben uns angeschaut, bis wohin kann das Ding gehen, wenn er nämlich über der 37 schließt. Und sind dann bestimmt oft zur Erkenntnis gekommen, dass das hier oben wäre. Ja, die Weite vom Kästchen jetzt nicht denken, der muss da noch seitlich was machen, der ist vollkommen drüber. Also theoretisch hätte es ja so sein müssen, ja. Ich habe es einfach ein bisschen zur Seite gezogen, dass wir sehen, woran es ist. Das heißt, dieses Doppelbuddenspiel, was ich euch erzählt habe, was der DAX immer gerne macht, das ist vollkommen erfüllt. Fertig. Das ist durch. Ja, wenn er richtig, richtig, richtig cooler Kumpel ist und richtig den sturen Esel raushängen lässt, dann dreht er jetzt zum Freitag um, legt sich früh runter und dann eine 8,30 runter für die 800 und fährt die ganze Tour einfach wieder zurück. Stellt sich jetzt zum Freitagabend irgendwie an die 6,20. Das wäre ein Freitag in Stänkermodus, weil Doppelbodenziel erfüllt, Pattern gleich, ne, zwei gleiche Aufwärtswellen hier hintereinander gestellt, würde soweit passen, wäre vollkommen in Ordnung. Ja, also wenn der anfängt nach unten zu stänkern und nach unten zu treiben und der schiebt sich schon nach unten 8,30 zurück, lass den ruhig kommen halt. Ne? Also der kann, muss sich nicht stabilisieren. Klar, er hätte auf 700 eine gute Unterstützung, hat auch bestimmt hier oben schon im Bereich um 87 eine gute Unterstützung, ja, vielleicht hier so 87, 57. Also auch hier unten 700, das sind gute Unterstützung, aber wenn er Unterstützung kaputt macht, lässt im Zweifel wieder runter. Ne? Was macht denn die ganze Zeit? Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, das kennen wir jetzt schon seit Wochen. Und von daher, ich denke, der muss jetzt hier übel durchrennen, nur weil Verfall ist. Die große Bewegung, die immer ein bisschen verfallstagstechnisch riecht, die sieht man immer Donnerstag. Ja? Ist gar nicht so dieser Freitag, der da immer dann diese große Bewegung Richtung Verfallstagsniveaus macht. Das ist so auf der Donnerstag. Passt ja eigentlich schön rein. Und deswegen bin ich eigentlich komplett offen für den Freitag. Und wenn der sich zurückrollen will oder machen, da bin ich der Letzte, der sich ihm in den Weg stellt dann halt. Ne? Also kann er ruhig machen, darf er abseilen. Aber Donnerstag schön gemacht, also auch hier 4, 5 Stunden raus, das ist fast Perfektion eigentlich. Also wenn man unsere, ich sag mal, Kamumschen Gesetze hier für einen Donnerstag mit ranzieht, das ist Lehrbuch. Ja? Das ist wie geskriptet eigentlich gewesen. Ja, runter, von da oben runter an die 685, kurz drunter gestanden. Wir haben sogar im Update extra so geschrieben, ja. Wenn er da kurz drunter sticht und dann hochdreht, dann direkt wieder zurück auf die 700 und dann ist er direkt wieder hoch an die 700 und hat sich dort wieder schön abgestoßen, wieder runter auf die 600, wieder hoch. Das war fast traumhaft. Ja. Dann Stundenschluss klar, deutlich drüber gesetzt, da auch keine Zweifel gelassen. Nicht irgendwie so, manchmal macht er ja dann so, wenn ich sage, Stundenschluss über 700 und dann macht er so 72, wo ich dann schon selber sage, naja, nee, eigentlich nicht, das reicht nicht. Ne, aber das war klar drüber, dann von oben sogar nochmal die Marken bestätigt. Also
Der hat sich wirklich viel Mühe gegeben, dass er hier sauber in seiner Mühle treibt und seinen Kreis dreht. Also, fein gemacht zum Donnerstag, jetzt kommt der Freitag, jetzt kommt der Verfallstag. Ja. Dort ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, wenn er sich wegdreht, haben wir jetzt drüber gesprochen, sollte er sich nicht wegdrehen, ist nach oben natürlich weiter freier Raum. Ne? Wir haben die 29, wir haben die 49, aber der darf auch eine 16.000, der dürfte sogar eine 16.40 erreichen. Ja? Also auch wenn der anfängt schnell zu werden, nach oben Tempo reinnimmt, nicht unbedingt von ausgehen, der muss jetzt fallen, weil der Martin gesagt hat, der kann das zurückrollen. Nö, muss er nicht. Ja, wenn er sich über einen Verfallstag oder zum Verfallstag jetzt noch höher stellen will, soll er das machen. Ja, viele denken auch immer, der Markt ist so auf diesen deutschen Verfall 13 Uhr hin fixiert. Ne? Die denken danach, ist dann alles vorbei, aber die Amerikaner rechnen erst 22 Uhr ab. Ja, dort ist auch der große Verfall. Und 17:30 Uhr verfallen auch Aktienoptionen im DAX. Also nicht jetzt unbedingt denken, dass es dann nach 13 Uhr alles vorbei und dann kippt der Markt wieder um in die Richtung, wo er gelaufen ist. In der Regel kann das dann auch bis zum Ende noch durchhalten. Ja. Sollten wir denn größere Bestrebungen nach oben sehen? Ja, also, wenn der sich hier gut macht und sich über 8,60 etabliert und dann lasst ihn halt in die 29, 49 laufen, geht ein paar Punkte mit. Ja, 16.000, ja, im Zweifel sogar an das Hoch ran und drüber hinaus. Wenn der hier steht, was macht der Montag? Na, natürlich fällt er nicht. Der macht dann da oben die nächste Schippe raus und dann macht er genau das, was ich euch hier die letzten Tage immer mal wieder reingemalt habe. Dieses Zack, Zack, Zack hier oben noch einmal drüber, bevor es dann richtig unten rausgeht. Das haben wir schon ein paar Mal die letzten Tage immer mal wieder hier reingemalt. Der müsste da drüber halt. Es macht keinen Sinn, hier rauszusteigen. Ja, ich glaube, hier am Ausbruch haben wir drüber gesprochen, ja, dass es wenig Sinn macht, hier hochzusteigen, ohne die Stop-Loss da wegzuräumen. Ja, also von daher, habt das ein bisschen auf dem Radar, wenn der weiter Stärke zeigt, dass er nicht zwangsweise zurückkommen muss. Ja, muss er nicht. Kann er schön ziehen, hat ein paar schöne Bewegungsziele und 16,120, selbst Gap bei 16,250 von dort dann wieder volle Möhre nach unten. Das würde da auch gut passen. Ja, also ich bin da offen, guck mir den Freitag jetzt gut an. Und ich denke, das wird man auch relativ früh schon sehen, wie der so drauf ist. Ja, ob der das jetzt unbedingt auskontern will, ob er sich stabil hält, eher vielleicht sogar noch nach oben drückt. Und dann lass man da noch ein bisschen machen, ja. Mehr kann ich gar nicht mitgeben. Webinar für die Premium-Leute am Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir noch keinen Termin gefunden. Sind noch ein bisschen am gucken, wie man es machen kann. Sein, dass diesmal sogar ein Offline-Webinar wird, dann ohne aktive Teilnahme, dass wir es euch einfach einstellen. Aber das schicke ich nochmal eine Mail, spätestens Freitagabend. Kann sogar auch sein, dass wir spontan Freitagabend das Webinar noch machen. Das weiß ich wirklich schon nicht, wie wir es machen. Aber wir kriegen es irgendwie hin. Stattfinden wird es auf jeden Fall. Nur, dass ich schon gehört habe, dass es nicht Sonntag 10 bis 12 wird, auch nicht Samstag 10 bis 12, es klappt alles beides nicht. Seid da ein bisschen offen für Spontanität. Anders kriegen wir es nicht hin, das Wochenende. Ja, und von daher bleibt mir nur zu sagen, ja, ich kann sogar hinten hier gucken, weil ich kann jetzt hier meinen Abschluss wieder reinhängen. Oh, das ist ein Traum. Das ist so schön, wieder hier richtige, wenn man richtig arbeiten kann, die richtigen Werkzeuge hat, das ist traumhaft. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht was draus am Freitag und wir hören uns spätestens Sonntag wieder für den Montag dann. Bis dahin, tschüss.